Du leidest an einer Depression, Angststörung oder einem anderen psychischen Leiden? Tatsächlich leidet rund jeder vierte Erwachsene in Deutschland unter einer psychischen Erkrankung. Um die Seele zu heilen, braucht es einen passenden Therapeuten. Aber wie findet man den? Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, wer in Deutschland überhaupt eine Psychotherapie anbieten darf. Das dürfen nämlich vier unterschiedliche Berufsgruppen: psychologische Psychotherapeuten, ärztliche Psychotherapeuten, Psychiater und Heilpraktiker für Psychotherapie. Ein psychologischer Psychotherapeut ist von Haus aus Psychologe. Der kann keine Medikamente verordnen. Ein ärztlicher Psychotherapeut ist ein Arzt mit einer Weiterbildung für Psychotherapie. Und ein Psychiater ist ein auf psychische Erkrankungen spezialisierter Arzt, der aber nicht unbedingt eine Psychotherapie anbietet, der aber Medikamente verordnen kann. Und ein Heilpraktiker für Psychotherapie ist ein Ausbildungsberuf ohne Hochschulstudium. Bei der Auswahl eines Therapeuten oder einer Therapeutin solltest du darauf achten, ob eine Kassenzulassung vorliegt. Denn nur dann übernimmt die gesetzliche Krankenkasse auch die Kosten für die Therapie. Außerdem bedeutet die Kassenzulassung auch, dass der Therapeut oder die Therapeutin sich regelmäßig fortbilden muss. Natürlich spielt aber auch dein Bauchgefühl eine ganz zentrale Rolle. Denn nur wenn du dich von der Person verstanden und gesehen fühlst, wirst du dich gut öffnen können. Und die Beziehung zwischen Patient und Therapeut ist wichtig für den Therapieerfolg. Deshalb gibt es zu Beginn jeder Therapie auch extra 2 bis 4 50-minütige Probesitzungen. Sie sind eigens dafür da, um zu schauen, ob die Chemie stimmt. Dir geht's nicht gut und du brauchst dringend Hilfe? Dann kannst du dich an den Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigung deines Bundeslandes wenden. Deren Aufgabe ist es nämlich, gesetzlich Krankenversicherten einen Termin beim Psychotherapeuten zu vermitteln. Und zwar innerhalb von 2 bis 4 Wochen ab Anruf. Mittlerweile gibt es auch Online-Angebote, die bei psychischen Erkrankungen helfen können. Besonders in Regionen mit wenigen Therapeuten und mit langen Wartezeiten können sie eine Option sein, zumindest für die Wartezeit. Wichtig hierbei ist, dass Online-Angebote in akuten Fällen eine Therapie vor Ort nicht ersetzen können. Leider sind psychologische Anlaufstellen am Arbeitsplatz noch immer eine Ausnahme. Dabei sind gerade im Job die psychischen Belastungen für manche hoch. Zudem ist die Arbeit der Ort, an dem wir neben Familie und Freizeit die meiste Zeit verbringen. Wenn du in einer größeren Firma arbeitest, gibt es häufig einen Betriebsarzt, an den du dich wenden kannst. Ist das nicht der Fall, vertraue dich einer Person im privaten Umfeld an und suche dir Unterstützung außerhalb der Firma. Außerdem kannst du dich auch an Diakonien in deiner Stadt wenden. Diese verfügen über ein Netz mit sozialpsychologischen Beratungsstellen. An Unis gibt es meist Vertrauensmentoren. Für viele Menschen bleibt die Hürde, überhaupt einen Therapeuten aufzusuchen. Schließlich fühlt man sich oft schwach und elend, wenn die Seele krank ist. Und auch Scham spielt eine große Rolle. Umso wichtiger ist es, dass du dir Unterstützung suchst. Frage also gerne eine Freundin oder einen Freund, ob sie oder er für dich bei einer Anlaufstelle anrufen oder dich vielleicht zu einem Termin begleiten kann. Schreibe im Vorfeld einer Probesprechstunde alle Fragen auf und alle Wünsche, die du hast. So kannst du dir sicher sein, dass du nichts vergisst. Sollte der Termin vielleicht an einem Tag sein, wenn es dir nicht so gut geht. Mögliche Fragen wären zum Beispiel: Welchen Therapieansatz versorgen Sie? Muss ich meine Kindheit aufarbeiten? Was erwartet mich während der Sitzungen? Kann ich jederzeit aufhören? Ganz generell sollte jede Therapie einen Fahrplan haben und dieser sollte mit dir zu Beginn auch besprochen werden. Und noch zuletzt vielleicht ein Ansatz bei der Suche nach dem Therapeuten. Frage doch Familienmitglieder, frage Freunde oder Bekannte, ob sie einen Therapeuten kennen. Wenn ihr euch nahe genug steht, dann kann so vielleicht schon ein erstes heilendes Gespräch entstehen. Und du gewinnst vielleicht an Mut, selbst eine Therapie zu beginnen.